Panzerfahrer sind leidenschaftliche Menschen. Die Nerven aus Stahl sind stets gespannt. RNG, im Weg stehende Verbündete oder Artilleriegeschosse aus dem Nichts. Man kommt dem letzten Tropfen immer näher. Doch man darf die Wut nicht gewinnen lassen. Gelassenheit. Erkenntnis. Eine andere Perspektive auf World of Tanks. Panzer-Zen. Lern von der mystischen Schildkröte. Dem T-95. Die Schildkröte war der erste Panzer in World of Tanks, der auf vier Ketten rollte. Es zeigt, dass man Panzer nicht nur nach dem Äußeren bewerten sollte. Ja, er sieht aus wie ein gepanzerter Nachttisch. Aber es steckt eine Philosophie der Balance in seinem Design. Den T-95 trifft man schwer. Und man kann ihn kaum umwerfen. Es ist nicht wichtig, wo das Rohr raussteckt. Vorne? Aus dem Brustkorb? Wo auch immer. Passt schon. Wichtig ist nur, er hat dort 305 mm Panzerung. Ja, von vorne kann man den T-95 schwer durchschlagen. Und nicht jeder kommt an seiner Seite durch. Nur hinten. Das ist seine Schwäche. Aber die Schildkröte lehrt uns, der Hintern kann gefährlicher sein als der Kopf. Wie oft muss man etwas zermalmen, es völlig auspressen oder zerquetschen? Hat aber nicht das richtige Werkzeug? Problem gelöst. Der T-95 quetscht perfekt. Kaltgepresst mit Turbo-Modus. Zermalmt alles. Aber es gibt auch eine Schwäche im Panzer der Schildkröte an der Front. Die knubbelige Kommandantenkuppel und vielleicht auch sein Bauch. Ja, der Gegner kann an diesen Stellen durchkommen. Daher sollte man den Gegner respektieren. Ein mutiger Kommandant, der gegen euch ausrollt. Der stillsteht und zielt mehrere nervenaufreibende Sekunden lang. Manchmal hat man einen ganzen Haufen solch mutiger Gegner am Ende des Gefechts. Jetzt ist es Zeit für diese weisen Worte. Schießt auf mich, ich bin die Gelassenheit. Gut, wenn du das sagst. Hallo, wir sind hier bei Panzer Mythbusters. In der heutigen Folge haben wir Sprechen gegen die Wand. Es ist wahr, dass die Front des T-95 jeden Treffer wegsteckt. Probieren wir zuerst einen Karton. Und einen spitzen Stock. Und schließlich einen Betonstein. Deutsche Qualitätsware. Das Urteil? Manche Mythen sind wahr. Mit dem T-95 gewinnt man auch, wenn man verliert. Denn er blockt Schaden legendär. Der Zähler für geblockten Schaden in World of Tanks musste fünfstellig gemacht werden, nur wegen dem T-95. Diese Schildkröte bietet Ausdauer. Sie lenkt Geschosse besser ab als viele schwere Panzer. Die Schildkröte lehrt uns, in einem Panzer ohne Panzerung panzert der Kommandant. In einem Panzer mit Panzerung panzert der Panzer. Zen in Reinform. Die Zen-Schildkröte enthüllt noch eine Wahrheit. Panzerung kostet Geschwindigkeit. Und da ihr Panzer gut ist, ist auch der Preis hoch. Der T-95 fährt mit 20 Stundenkilometer bergab. Mit Rückenwind. Aber Zen bedeutet, die Dinge anders sehen. Wenn ihr mit der Schildkröte ausrollt, könnt ihr die Landschaft in World of Tanks genießen. Den Sonnenuntergang über den Klippen. Eine
einsame Katze in der Provinz. All diese netten kleinen Häuser in Prokhorovka. Und das herrliche Gefühl der Wäsche auf der leinen Dörfern bei den Minen. Man bekommt alles mit. Jede Position und jede Deckung auf jeder Karte. Man lernt auch, den Weg gut zu planen. Denn mit einem flachen Dach ist man ein Leckerbissen für die Artillerie. Selbstfahrerfetten können den T-95 ausmanövrieren. So gut wie alle anderen Fahrzeuge drehen die Wanne schneller. Aber lasst die anderen sich ruhig im Kreis drehen und vor euer Geschütz setzen. Denn ihr wisst, dass ihr sie umwerfen werdet. Die Erde dreht sich um euch, angetrieben durch eure Ketten. Deshalb kommt die Schildkröte auch immer rechtzeitig. Wenn die Verbündeten bereits gewonnen haben, war der Kampf nicht so wichtig. Und wenn der Kampf wichtig ist, dann wird man zum größten Problem des Gegners. Von den Machern von Mutantenguns und dem hier. Horror auf vier Ketten. Bedrohung. Wenn ihr gespannt den Atem anhaltet, lauft ihr Gefahr zu ersticken. Kinder, hört auf die alte Lora. Wenn er euch holen will, gebt der Angst nach und lauft. Was? Weglaufen? Wir werden ihn zum Weglaufen bringen, alte Hexe. Um Serbs willen, warum? Ah! Keine Überlebenden. Das mächtige Geschütz des T-95 wurde von 1000 Teufeln gefertigt. Ja. Es ist nicht sehr genau. Aber das ist nur Spott für die Gegner. Weil sie früher oder später 750 Punkte reiner Bosheit ins Gesicht bekommen. Um dieses Geschütz zu beherrschen, muss man lernen, gleichzeitig konzentriert und entspannt zu sein. Die Erkenntnis wird zu euch kommen. Während der 15 Sekunden Nachladezeit. Wo ihr treffen wollt. Wo ihr treffen könnt. Ob ihr vergessen habt, das Bügeleisen auszuschalten. Zielen. Ausatmen. Das Ergebnis annehmen. Jedes Gefecht im T-95 ist ein Schritt zur Erleuchtung. Von Gefecht zu Gefecht. Von Meile zu Meile. Kommt man der Läuterung näher. Aber wenn ihr beschließt, dass dies nichts für euch ist, kommt einfach zurück. Erinnert jeden daran, wer der Härteste ist, wer der Stärkste ist, wer schneller rennt als ein Güterzug. Wichtig ist doch nur die innere Ausgeglichenheit.